Herr Deutsch, danke, dass Sie sich Zeit genommen haben für ein Gespräch hier im Close-Up. Sie sind Geschäftsführer der MVG. Für uns in der Region sind die Busse, die wir hier täglich sehen, ja eine Selbstverständlichkeit. Aber vielleicht vergisst man dabei, dass es ja eines der größten steirischen Verkehrsunternehmen ist. Und die gibt es ja nicht erst seit gestern, würde ich sagen, oder? Wann hat die Geschichte begonnen? Ja, ich danke einmal sehr für die Einladung. Und die Geschichte der MVG, der Mützthal Verkehrs GmbH, ist ja eine sehr lange. Die MVG hat begonnen, in der Kriegszeit zu existieren, aus einem ganz einfachen Grund. Es gab damals keine fossilen Brennstoffe. Das heißt, Benzin und Diesel war nicht verfügbar. Und so gründete man Verkehrsbetriebe mit elektrischer Traktion. Das heißt, die MVG wurde 1943/44 gegründet mit den berühmten Opussen. Die Opusse kennen heute viele Leute ja schon nicht mehr, sind elektrische Busse mit Stange nach oben zu einer Oberleitung, bekommen da den Strom und sind dann so gefahren. Das heißt, die Gründung der MVG war ein reiner Opusbetrieb und er diente dazu, die Arbeiter damals zu den kriegswichtigen Betrieben zu transportieren. Und indem er in Bruck an der Mur, Kapfenberg und vor allem damals das neu gegründete Werk Dorchendorf hier war, von der Firma Böhler, war es notwendig, hier eine Opuslinie zu installieren und seitdem gibt es uns. Sehr interessant mit der Elektrizität, denn wir befinden uns jetzt in einem Ja. Zeitalter, wo die E-Mobilität wieder ein großes Thema ist, auch für die MVG. Für die MVG im Kleinen. Wir haben uns wieder für elektrische Pkw entschlossen, schauen, wie das Ganze funktioniert, machen hier jetzt unsere ersten Erfahrungen wieder, sehen, wie das Ganze auf Batteriebasis funktioniert. Warum wir mit dem Opus aufgehört haben in den 2000er Jahren, genau 2002, war eigentlich auch ganz einfach. Die elektrischen Fahrzeuge, die Opusse, hatten einen enorm hohen Anschaffungspreis. Man musste eine sehr große Infrastruktur vorhalten. Wir haben mal auch fünf Elektriker gehabt, die faktisch im Bereitschaftsdienst waren für den ganzen Opusbetrieb. Und die Ersatzteilsicherheit war damals nicht gewährleistet. Der österreichische Produzent hat zum Produzieren aufgehört. Und da haben wir damals auf reine Dieselbusse umgestellt, nachdem unser Opusbetrieb auch schon sehr klein war. Mittlerweile geht wieder sehr viel zur Elektromobilität, allerdings auf einer ganz anderen Basis. Man kommt weg von der Oberleitung und es geht hin Richtung batteriebetriebene Fahrzeuge. Und das ist sehr interessant für uns, hier wieder die ersten Erfahrungen zu machen. Wir haben gehört, früher wurden die Arbeiter, oder das war halt ein Grund, die Arbeiter zu ihrer Arbeitsstätte zu bringen. Wie viele Personen nutzen heute eigentlich die öffentlichen Linien? Ja, das Fahrgastpotenzial hat sich ja in den letzten Jahrzehnten ja komplett gewandelt. In den 70er Jahren hat Bruno Kreisky die Schülerfreifahrt eingeführt und auf einmal ist der Schwerpunkt weg von den Arbeitertransporten, von den Freizeitverkehren hin zum Schülertransport gegangen. Wir hatten immer ein sehr ausgewogenes Verhältnis, ungefähr 50% Schüler und Schülerinnen und 50% einerseits Arbeitnehmer, sehr viele Senioren natürlich und der typische Freizeitverkehr. Das heißt, ist ein Umdenken spürbar, dass mehr Menschen die Öffis nutzen? Ein Umdenken ist in jedem Fall spürbar, bis es umgesetzt wird, das dauert noch. Das geht momentan von den großen Städten aus. In Wien ist der Trend weg vom Kraftfahrzeug. Viele junge Leute interessiert es gar nicht mehr, dass sie einen Führerschein machen, weil sie sagen, das U-Bahn-Netz, das Busnetz, die Schnellbahn ist derartig perfekt ausgebaut. Ich bekomme entweder keinen Parkplatz, muss sehr viel dafür zahlen. Da ist der Trend schon weg. Bei uns, bei den kleineren Städten, sieht man das noch nicht ganz so deutlich, aber im Großraum Leoben sieht man es auch schon mit der Parkraumbewirtschaftung. Hier geht der Trend in den letzten Jahren doch wieder zum Nahverkehr zurück und wir haben jetzt mit der S-Bahn ein ganz starkes Rückgrat hier in der Obersteiermark bekommen. Und wenn es alle Busunternehmen schaffen, hier die Anschlüsse zu optimieren und wie der Herr Landesrat jetzt hier präsentiert hat, das Mikro-ÖV-System ergänzend dazu, dann sollte eigentlich das ganze System des öffentlichen Nahverkehrs wirklich wieder eine gute Zukunft haben. Das heißt, als Geschäftsführer eines Verkehrsunternehmens muss man natürlich ganz, ganz viel wirtschaftlich denken, aber muss man auch ein bisschen ein Technikfreak sein? Technikfreak in jedem Fall. Die Fahrzeuge selbst werden natürlich immer komplizierter, aber im positiven Sinne. Es kommt immer mehr Komfort in die Fahrzeuge hinein. Die Fahrzeuge werden abgastechnisch extrem aufgerüstet. Wenn man sich heute einen neuen Euro 6 Bus anschaut, da ist allein die Abgasreinigung, die hinter dem Motor ist, die schaut schon aus wie ein eigenes Kraftwerk. Es ist unvorstellbar, was hier an Technik dahinter steckt. Ist auch sehr schwer, das wiegt natürlich alles was. Aber die Fahrzeuge werden technisch, aber im Sinne des Umweltschutzes und natürlich im Sinne des Fahrkomforts.
Was war für Sie das Ausschlaggebende, sich für diesen Job zu bewerben oder das mal zu interessieren? War es eher das Wirtschaftliche oder das Technische oder was war die Herausforderung? Die Herausforderung war ganz einfach. Ich war zuerst nach der Matura bei der Handelsakademie bei der Firma Böhler im Verkauf. Und die MVG war ja damals ein Tochterunternehmen der Firma Böhler und wurde dann an die Stadtgemeinde Kapfenberg verkauft. Und bei mir war es so, ich war in der damaligen Zeit im Gemeinderat drinnen und ich habe sehr spannende Herausforderungen gesehen, aus einem damals sehr konservativen, wirklich sehr strukturkonservativen Unternehmen, hier wirklich in die Zukunft zu denken. Bin dann schon 1989 zur MVG, vor fast 28 Jahren, mit dem damaligen Geschäftsführer Peter Czerwenka, der wirklich eine Legende geworden ist dann in dieser Zeit. Und ich glaube, wir waren wirklich ein ausgezeichnetes Team. Er als Geschäftsführer und ich damals als Verkehrsleiter. Bin dann zum Prokuristen im Jahr 2005, glaube ich, ernannt worden. Und dann ab 2008, 2009 habe ich dann selbst die Geschäftsführung übernommen. Sie sind natürlich beruflich viel unterwegs, aber man sieht ja auch jetzt nicht immer in der Funktion des Geschäftsführers von der MVG. Sind Sie sowas auch wie ein Gesellschaftstiger? Na, Gesellschaftstiger würde ich sagen, ist ein bisschen übertrieben, aber trotzdem, Netzwerken ist alles. In der heutigen Zeit ist es ganz wichtig, dass man über seine tägliche Tätigkeit hinaus wirklich überall hin gute Kontakte knüpft. Und ich habe Funktionen in der Wirtschaftskammer, wo ich in der Fachgruppe Bus, Fachgruppe Reisebüro tätig bin und vor allem eines meiner Hobbys natürlich die Hochsteiermark, wo ich Finanzreferent ehrenamtlich für die Hochsteiermark bin. Das mache ich sehr gerne und da ist die Kombination Reisebüro und Tourismus natürlich sehr naheliegend. Ich glaube, die Hochsteiermark, die liegt Ihnen ja auch privat am Herzen. Ich glaube, Sie sind sehr viel draußen in der Natur. Finden Sie da auch Ihren Ausgleich? Absolut. Ich bin, man schaut es mir zwar vielleicht nicht unbedingt so an, aber ich bin ein begeisterter Läufer. Ich gehe im Winter sehr gerne Skifahren. Wenn es immer geht, dann hinaus in die freie Natur. Schaue immer, dass ich schöne Fotos mache und so. Das gefällt mir sehr gut. Und sonst ein Hobby, könnte man sagen, ist ein bisschen berufsbedingt, ist natürlich das Reisen. Da habe ich mich auf Kreuzfahrten spezialisiert. Das heißt, meine Haupturlaube, wie man schon so sagt, ist entweder Skifahren, großteils in Südtirol, gefällt mir persönlich sehr gut, seit Jahrzehnten schon. Und in den letzten Jahren, oder auch schon fast Jahrzehnten, die Kreuzfahrten, da bin ich ganz begeistert, da kenne ich schon sehr viel und das gefällt mir sehr, sehr gut. Was ist das Besondere an den Kreuzfahrten? Ganz einfach. Leute, die noch nicht am Schiff fahren, glauben, da geht es um Schifffahren. Und das geht es in zweiter Linie. Gehen dort um den Städtetourismus. Man hat sein Hotelzimmer mit, die Kabine am Schiff, ist jeden Tag in einer anderen Stadt, macht Stadtbesichtigungen und ich mache Kreuzfahrten ganz sicher nicht in der Hauptsaison. Mich bringt kein Mensch nach Barcelona bei 42 Grad in die Stadt hinein, sondern ich bevorzuge das im Mai, geht es heuer in den Norden hinauf oder im November dann Richtung Kanaren hinaus, wo man bei angenehmen Temperaturen in die Städte hineingeht, sich sehr viel anschauen kann, zwischendurch perfekt verwöhnt natürlich am Schiff wird und vor allem, wie gesagt, sein Zimmer, seine Kabine einfach jeden Tag mit hat. Das klingt ja wirklich nach Begeisterung und ich glaube, da kann man ja auch viel für den Beruf mitnehmen, aber auch für die Persönlichkeit. Was ist das Faszinierende für Sie am Reisen? Ich war immer ein Mensch, der versucht hat, über die Grenzen hinauszusehen. Über die Grenzen der Region. Wir haben eine wunderschöne Region, aber man muss die Region trotzdem mit anderen Regionen vergleichen, dass man sieht, was kann man noch besser machen, was geht einfach noch. Und umgekehrt, wir haben immer andere, großteils zwar europäische Kulturen, aber trotzdem einfach andere Länderkulturen interessiert. Ich kann einigermaßen Italienisch, somit die ganzen romanischen Sprachen versteht man zumindest einigermaßen, dass man sie verständigen kann. Und alles, was wirklich um das Mittelmeer herum ist, die ganzen Anrainerstaaten, die haben mir immer sehr gut gefallen. Mir gefällt auch der hohe Norden sehr gut, wo es im Heuer wieder hinaufgeht. Und einfach der Blick über die Grenzen hinaus, man verändert sich dadurch irgendwie. Ich hoffe zum Positiven. Zum Schluss noch eine Frage, ein Blick in die Zukunft. Was möchten Sie in 5 Jahren erledigt haben? Sehr viel. Beruflich stehen uns bei der MVG ganz große Herausforderungen bevor. Es wird das ganze System des Nahverkehrs mit der Vergabe, Ausschreibungen, Nicht-Ausschreibungen, wird komplett neu geregelt werden in den nächsten 5 Jahren. Am Reisesektor braucht man gar nicht reden. Durch die Ereignisse der letzten Jahre, ich sage es immer sehr ungern, aber trotzdem Ägypten, Tunesien, zuletzt das Drama in der Türkei. Der ganze Reisemarkt ist im Umbruch. Das ist überhaupt keine Frage, da müssen wir uns alle einstellen. Da muss man auch wieder ganz neu denken.
in dieser Sache. Das heißt, wir wollen auf der einen Seite trotzdem bei diesen geänderten Zeiten bei der MVG weiter wirtschaftlich erfolgreich sein. Sowohl Linie, wo wir eben, wie gesagt, die S-Bahn ja schon bekommen haben, als auch im Reisebüro. Bei der Hochsteiermark bestreiten wir einen erfolgreichen Weg. Da hoffe ich wirklich, wenn wir so weitermachen, wenn wir noch verstärkt uns bei der Hochsteiermark den Blick vom Tourismus noch mehr zur Wirtschaft auch noch hinwenden, das kann man ideal verbinden, dass wir auch hier was weiterbringen. Bei der Wirtschaftskammer muss man sagen, die Unternehmer und Unternehmerinnen sehen sich ja vielen, vielen Herausforderungen momentan entgegen, und da hoffe ich doch, dass man hier mit der bescheidenen Arbeit in der Steiermark trotzdem immer wieder einen Teil dazu beitragen kann, dass das Wirtschaften schlichtweg ein bisschen leichter fällt, dass man nicht so viele Hürden hat. Und privat hoffe ich einfach, ich sage einmal so, dass ich mein Gewicht wieder auf ein etwas reduziertes Maß hinunterbringe und da sportlich einfach was weitergeht. Viele Herausforderungen, viele Aufgaben. Dazu wünschen wir viel Erfolg, viel Kraft, alles Gute. Danke fürs Gespräch. Vielen Dank auch.